es scheint etwas kalt zu sein für den lieben Sam. Und ja, deswegen würde ich sagen, kommen wir wieder in den Gang und machen weiter. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Death Stranding. Schön, dass du eingeschaltet hast und wir können Ausrüstung herstellen. Eine Sauerstoffmaske, hm? Gute Idee. Die filtert die Luft und du kannst normal weiteratmen. Sie schützt dich nicht nur vor giftigen Gasen. Anstrengungen laugen dich weniger aus, sodass du dein Gleichgewicht leichter halten kannst. Wäre die Akkulaufzeit nicht begrenzt, würde ich dir raten, sie ständig zu tragen. Das ist sie aber. Deshalb tu das nicht. Ach ja, stimmt ja. Da kriegen wir gleich eine umsonst für die nächste Mission. Ah, Blutgranate. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir die nächste Mission an. Gott sei Dank, dann können wir das gleich von diesem Standort machen. Ja, das war im letzten Part, war das ja, naja. So, ich glaube, ja, davon habe ich noch eine, davon habe ich noch zwei, so wie das ausschaut. Das brauche ich dann erstmal nicht. Ja, dann Sauerstoffmaske. Ja, cool, aber am Anzug befestigen. In der Hand tragen. Im Anzug befestigen ist ja wahrscheinlich, ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich habe ja noch den Lastenschieber dabei. Ja, dann auf dem Rücken. Soll ich vielleicht, warte mal, kann ich das umlagern? Ich denke mal, den brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich würde irgendwie gerne... Da sind drei Stück von drinnen, ne? Ich lasse das erstmal so stehen. Ich habe ja, denke ich mal, genug. So, aufbrechen. Keine Frage. Auftrag zugewiesen. Ah, halt. Ich sehe es gerade schon. Die Schuhe blinken. Ich würde mir doch gerne nochmal neue Bridges Stiefel Stufe 3 herstellen. Ja. Her damit. So, und dann an Stiefelklammer befestigen. Das finde ich halt cool, dass es sowas gibt. Die Stiefelklammer. So, das war's dann auch schon. Die ganzen Zusätze, die ich an mir trage, die ganzen Kisten sind ziemlich kaputt, aber wir können ja mal gucken, was haben wir noch. Wir haben noch zwei Leitern und dabei haben wir noch genug von. Und die Bola-Gun. Einsatz von Waffen ist verboten. Ja, ist ja gut. Bitte dranbleiben. Guck mal, hier kann ich sogar noch mitnehmen. Ja, komm. Ich nehme noch mal so ein Kletterdings mit. Sicher ist sicher. Okay, für ein TCK. Also alles an Material, was man gebrauchen kann. Und auch ein privater Raum ist hier gleich um die Ecke. Soll ich das Bike mitnehmen? Warte mal. Wo geht's? Wo ist denn mein Ziel? Wo ist mein Ziel? Aufträge? Soll ich dahin? Du musst Fracht aufspüren, die unterwegs verloren gegangen ist. Ach ja, stimmt. Ach ja, stimmt. Das war diese Geschichte. Na komm, ich nehm das Bike mit. Wir haben's. Hier schon Giftgasgebiet. Und ich werde mir das angezeigt, also beziehungsweise wird das gesagt. Ah,
okay. Das ist alles, was ich einsammeln soll. Ja, dann würde ich sagen, Maske auf, ne? Ne, das ist die Otterkapuze. Da ist die. Sehr gut. Ich muss ein bisschen auf meine Akku-Leistung achten. Aua. Ja, komm. So. Ich habe leider nicht so viel Zeit. Da ist noch mehr, ne? Es gibt auch was noch dazu, oder? Mountain of City. Da liegt noch was. Nichts vergessen. Aber komisch, dass er. Oh, dass er die Leiter nicht gegriffen hat. Geht doch. Warum nicht gleich so? Praktisch. Nur doof, dass die tatsächlich auf dem Rücken gelagert werden muss. Dass man die nicht irgendwie hinten an den Dingens dranhängen kann. So, jetzt hoffe ich mal, dass das alles an Fracht war. Aber ich kann mir gut vorstellen, Freunde, dass das war noch nicht alles. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. So. Abgabe, Lieferung, angeforderte Fracht. So. Bitteschön. Das war anscheinend alles. Das war easy, würde ich sagen. Auf den einen Patzer da. So, dann sag mal an. Du hast ihn gefunden. Lass mal sehen. Ich muss ihn sehen. Meine Güte. Er ist wirklich makellos erhalten. Fast schon unheimlich. Ich gebe halt mein Bestes, ne? Versuch's zumindest. Danke, dass du mir die Lieferung gebracht hast. Und ja, sie enthielt tatsächlich einen Ammoniten mit einer echten Nabelschnur. Ich habe Hartman über das Netzwerk schon einige Bilder und eine vorläufige Analyse geschickt. Interessanterweise enthielten die umgebenden Schichten Spuren von Teer, was eine seiner Theorien untermauert. Wie dem auch sei, ich weiß, du hast diesen Ammoniten gerade erst hergebracht, aber ich möchte, dass du ihn einer Kollegin zustellst, einer Evo-Devo-Biologin. Sie interessiert sich seit geraumer Zeit für Teer. Und ich glaube, sie würde dieses Exemplar gerne untersuchen. Ziemlich bemerkenswert. Vielen Dank. Genauer gesagt, untersucht sie, wie der Teer die Entwicklung verschiedener Organismen beeinflusst haben könnte.
Von daher möchte ich dich außerdem bitten, die Teersammler in der Nähe ihres Bunkers zu holen und sie ihr mit dem Ammoniten zu bringen. Es wäre zu gefährlich für sie, sie selbst zu holen. Darum müssen wir diese Aufgabe dir aufbürden. Indem wir ihr helfen, kommen wir den Geheimnissen des gestrandeten Todes vielleicht einen Schritt näher. Die vom Netzwerk wiederhergestellten Daten haben uns schon so sehr vorangebracht. Und wenn du uns weiterhin hilfst, können wir noch mehr erreichen. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an meinem Lieferterminal. Was habe ich denn noch an Fracht dabei? Was ist da denn noch? Ach hier, das Kletterdingens. So. Ja, dann machen wir das doch einfach, ne? Aufträge für Sam. Es geht gleich weiter. Okay. Gar nicht erst lange aufhalten. Und her damit. Ich brauche nichts. Ich habe genug, denke ich. Ansonsten würde ich doch sagen, dass wir das finden, was wir brauchen. Und aufbrechen. So. Na dann. Wollen wir mal. So, auf geht's. Auftrag zugewiesen. So, und jetzt müsste ich auch wieder einen Zielpunkt haben. Genau. Mach das, mach das. Bestellung kommt. B2Sweet oder wie hat Genie das damals bei Aladdin gesagt? Hause. Einschränkung aufgehoben. Ob ich hier... Das versuche ich jetzt einfach mal. Warte mal, lohnt sich das? Ja, das lohnt sich definitiv. Mal ganz schnell zurück. So, dafür brauche ich, glaube ich, ein TCK, ne? Rauchabgebende Fracht. TCK Stufe 2. Ach komm, gib mir her, Stufe 2. Ich weiß gar nicht, was da der Unterschied ist zwischen den Stufen. Ja, auf dem Rücken. Und, ja. Ich will mir jetzt mal so eine Schleuder bauen. Ich habe da drüben nämlich eine gesehen. Und vielleicht funktioniert das ja. So. Nee, das müsste hier sein, ne? Nee, Quatsch. Wo ist denn der TCK? Na, das sind Kleidung. Oh, hier Seite wechseln. Das gibt's tatsächlich doch. Pinkeln. So, dann gib mal her. Und zwar möchte ich... Nein. Halt, nein, ich möchte schon bauen. So, Konstruktion. Ah, da Konstruktion wechseln. Genau, das möchte ich bauen. Und zwar... Eben. Hoffentlich muss ich keine Materialien dann. Hoffentlich baut sich das quasi von alleine, aber es sieht gut aus. Ich brauche keine Materialien. Bitte lass das funktionieren. Das wäre das erste Mal, dass wir so ein Ding benutzen. Sam, Geduld. Wir haben genug Zeit, ansonsten gibt es nur ein paar. Konstruktion abgeschlossen. Oh, yes. So, Seilrutsche benutzen. Wunderbar. Dann auf geht's. Yeeha! Ja, da spart man sich Weg. Das finde ich cool. Natürlich ist das hier doof gemacht. Aber auch da habe ich einen Trick für. So. Na, eben was blau? Da. Zack. Da können wir dann auch mal wieder hochklettern. Ach komm, das war jetzt nicht so tief. Naja, egal. So.
Jetzt kann ich den einen auch auf den Arm packen. Und zwar da kletterdings am Anzug befestigen. Genau. Die Bola-Gun, die schon wieder aus irgendeinem Grund nicht da ist, wo sie hingehört. Ja, perfekt. Okay. Warte mal, ich habe letztes Mal schon geguckt. Ausrüstung, Fracht automatisch anordnen. Genau. Das hat mir letztens gefehlt. Das war irgendwie weg. So, und jetzt muss ich gar nicht mehr so weit. Ich könnte mir jetzt da noch einen hinbauen und, dann zu dem... Könnte man machen, ne? Würde ich nur noch quasi mit Dingens reisen. Mit Seilrutsche. Was ist das schon wieder? GD-Gebiet oder was soll die schwarze Anomalie da? Ich gehe noch richtig, ne? Könnte man super runtergleiten. Ja, die Bola-Gun ist fast zerstört, aber das ist nicht so schlimm. Was ist das hier? Ja, da ist die Frage, ob unsere gebauten Sachen auch kaputt gehen wegen dem Zeitregen. Oh, das ist ganz schön tief. Oder ganz schön steil. Snacken. Ja, gewöhnt sich langsam dran. Die sind gar nicht mal so schlecht. Und die GDs. Ja, da ist natürlich keine Frage, dass es zu gefährlich für sie. Schön, dass du wieder da bist. Ohne dich wäre ich nicht zurückgekommen. Ja. Ganz wichtig, Lou, dass du wieder da bist. Wo ist dein Mole-Briefkasten? Da vorne. Zwei Stück. Und wie ihr seht, ich muss noch was einsammeln. Vorher kann ich nicht zu ihr. Wie die Blumen wachsen und wieder sterben. Ich weiß gar nicht, was der nächste Gegner ist. Ich glaube immer noch dieser komische Löwe, ne? Falls mich die GDs zu einem Endgegnerkampf zwingen. Aber was ich mich jetzt so frage, ne? Ich habe vor kurzem auch wieder ein Let's Play zu The Last of Us Part 2 gesehen. Was würdet ihr denn... Also, wenn ihr euch das jetzt aussuchen könntet, nehmen wir mal Death Stranding und Last of Us. In welcher Welt würdet ihr eher
leben wollen, wenn ihr euch wirklich für eine entscheiden müsstet. Das ist nicht das, was ich sammeln muss, oder? Was ist das denn hier? Das sieht ja wild aus. Da sind die zwei. Das wäre ja natürlich jetzt ein bisschen gefährlich, hier runter zu gehen. Kann. Komm schon, komm mal spielen. Da ist irgendwo auch einer. Komm, ich gehe hier ein Stück runter. In welchem Part habe ich nochmal gesagt, dass ich nicht mehr so dollen Respekt vor den Viechern habe? Likes von GD erhalten. Du Heilige. Direkt vor mir. Okay. Der war ein bisschen groß. Für diese tolle Erfindung. Und hier habe ich auch noch eine. Zack. Oh, das war ein Kind. Und tschüss. Warum ist der so groß? Können wir mal schnell gucken? Okay, ich habe alles. Nur noch da vorne. Die wohnt doch in einem schlechten Gebiet, ey. Anhalten. Ah, das geht. Also es geht, wenn man da taktisch vorgeht, also... Das ist gefährlich, aber... Das war
Spaß mit dem. Die Frage ist ja, wenn ich sie alle jetzt eliminieren würde, ja, dann wäre das Gebiet doch eigentlich Idee sauber, oder nicht? Maybe? Vielleicht doch nicht. So, und wo ist jetzt die... Wo ist jetzt die Biologe zu Hause? Ja, ich lasse es jetzt mal bleiben. Wenn das für dich okay ist, Sam. Da noch. Nein! Da ist noch was. Ja, ich weiß, der Zeitregen macht alles kaputt. Oder ist sie da? Nein, sie ist da nicht. Ein bisschen aufpassen, wenn ich mich hier auf die... Oh, da ist noch mehr. Ja, super, okay. Ja, dann haben wir halt einen taktischen Umweg immer. Ganz ruhig, Lou, ganz ruhig. Ich hab das im Griff. Wir schaffen das schon. Mit langsamen Schritten. Oh, jetzt nehme ich aber die Beine in die Hand. Nein, das ist schlecht. Lass mich! Ich hab was zu tun! Oh Gott! Erstmal was trinken. Oh, Ausdauer. Ey, die sind auch echt... Hör mir auf, ey. So. Wo muss ich jetzt hin? Da muss ich hin. Okay, alles klar. Oh, guck mal, chirale Kristalle. Okay, da sind noch mehr. Ich sollte vielleicht doch weiter schleichen. Zack. Ja, okay, das war knapp. Das war sehr knapp. Ich weiß gar nicht, wie schwer ich bin. Wie schwer bin ich denn gerade? Okay, bin ich jetzt 76,4 Kilogramm schwer? Muss ja, ne? Oh, die sind kaputt. Sind die zerstört? Also sind die wirklich im Arsch? Dann brauche ich die nicht mehr, ne? Dann können die weg.
die sind kaputt. Schaden, Behälterschaden, Behälter gibt's nicht. Die sind hinüber. Nee, weg damit. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen leichter. Doch, ich kann 130... Ich kann 130 Kilo tragen. Das ist ein Glockenzahn. Es ist echt ein weiter Weg. Ja, und jetzt, da ich meine coole Hilfe nicht mehr dabei habe, ist nicht so geil. Ne? Aus dem GD-Gebiet raus. Das ist schon mal gut. Du siehst glücklich aus. Das, ja, dann bin ich beruhigt. Da oben ist das, ne? Da oben ist das. Wie gerne hätte ich jetzt so eine Schleuder, ne? Da müsste ich halt bloß zwei platzieren. Den ersten Weg müsste ich halt gehen. Und danach kann ich mich schleudern. Da wäre das gar nicht mehr so verkehrt, da oben eine hinzubauen und dann, wenn das funktioniert. Ja gut, so weit ist das nicht mehr. Aber das machen wir jetzt noch zu Ende. Solange lasse ich den Part noch durchziehen. Das ist ja gar nicht mehr so weit. Was ist das denn da für eine Suppe? Oh, ist das eine heiße Quelle? Dann mache ich natürlich Schluss in der heißen Quelle, Freunde. Dann gönne ich mir die kleine Erholung. Oh, nicht fallen. Haaresbreite. Haaresbreite. Das sieht aus nach einer heißen Quelle. Und das ist doch eine. Ja, nett. So, Sam, mein Freund. Warum ist die heiße Quelle denn eigentlich nicht Zeitregen? Ja, dann würde ich sagen, Badezeit. So. Ah. Energetische Quelle. Aufgrund eines nahen unterirdischen Teerlagers ist das mineralstoffreiche Sediment dieser Quelle elektrisch geladen. Aha, okay. Die Aufladung ist vollkommen harmlos, vermag aber erschöpfte Akkus aufzuladen. Ach so! Und Lou liegt da in seinem Tank. Ja, da nicht viel von. Sams Akkus sind wieder voll aufgeladen. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, mache ich hier... Wo will er hin? Ach, er schwimmt! Wie geil ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Kann ich das... Babam, babam, babam. Babam, bam, 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 bam. Bam, bam. Das ist schon cool. Bam, 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 bam. Babam, babam, bam, bam. Also, ne, heiße Quelle ist halt geil. Muss man mal gemacht haben, wenn man auch so auf Baden steht und einfache Erholung. Das ist ja nicht, um sauber zu werden, das ist einfach nur um die Entspannung. Pure Entspannung. Gut, dann wünsche ich euch auch eine pure Entspannung und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich denke mal, dann werden wir den letzten Meter laufen. Und ja, dann mal gucken. Vielleicht habe ich dann mal ein paar TCKs in der Tasche zum Schleuder bauen, weil das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Also, bis dahin. Ciao, ciao. Und schleudert euch in den nächsten Part von Death Stranding. Bis dahin. Wiedersehen.